Aufgrund der hohen Verbrauchslage zeigt sich die Versorgungssituation weiterhin kritisch. Jetzt in Zeiten der globalen Wassernot stehen bei uns die größten Wasserproduzenten der Welt vor der Tür. Also die großen Namen, jeder kennt sie. Der größte Getränkehersteller Deutschlands, Coca-Cola, füllt in Lüneburg das Mineralwasser Vio ab. Wenn ich jetzt hier Heckler & Koch sitzen würde, da könnte ich mir natürlich die Frage stellen, muss ich Waffen verkaufen oder nicht? Aber hier bediene ich ja einfach nur den Wunsch des Konsumenten, Mineralwasser zu trinken. Mehr tun wir nicht. Insgesamt füllt Coca-Cola in Deutschland jährlich 3,5 Milliarden Liter Getränke an 14 Standorten ab. In Lüneburg will der Konzern neue Wasserrechte. Ist es noch zeitgemäß, dass ein Unternehmen sozusagen auf die knappe Ressource mit den Konditionen zugreifen darf? Wir sind hier, wir sind laut, weil wir unser Wasser klauen. Wie wird wohl die Welt für meine Kinder und meine Enkel aussehen? Kein Grund zur Sorge, meint Coca-Cola. Das zeige diese Probebohrung. Nach den Gutachtern zu urteilen, ist unser Wasser für die nächsten 500, 600 Jahre sicher. Da haben wir kein Problem. Ob Sie es glauben oder nicht, die meisten Regionen wissen gar nicht, wie viel Wasser sie eigentlich haben. Mithilfe von NASA-Daten wird dieser Film zum ersten Mal zeigen, wie viel Wasser Deutschland verliert. Also der Umgang des Menschen mit dem Wasser, global gesehen, ist wirklich, wie darf ich das sagen, lebensgefährlich. In der Region Lüneburg regt sich Widerstand. Bürgerinnen und Bürger wollen die Wasserreserven schützen und protestieren gegen Coca-Cola. Hier folgen mehr als 1000 Menschen dem Aufruf der Bürgerinitiative Unser Wasser Lüneburg. Sie befürchten, dass das Wasser knapp werden könnte. Liebe Lüneburger, mein Name ist Marianne Temmesfeld und ich bin auch Mitglied der Bürgerinitiative Unser Wasser in Lüneburg. Ich möchte diesen Brunnen verhindern. Ich möchte verhindern, dass Coca-Cola noch mehr raus. Und dann werden die sagen, ja, dann können wir kein Vio mehr produzieren. Die Ärztin Marianne Temmesfeld engagiert sich seit Anfang 2020 in der Bürgerinitiative. Die Sorge um das Wasser bringt Menschen generationsübergreifend zusammen. Coca-Cola hat in Lüneburg schon zwei Brunnen und will nun einen dritten für die Wassermarke Vio. Während der Dreharbeiten wird es eine überraschende Entwicklung geben. Zunächst aber der Ausgangspunkt der Coca-Cola-Geschichte. Aktuell haben wir die Genehmigung, aus dem Grundwasserleiter 350.000 Kubikmeter zu entziehen. Und das ist auch die Menge, die wir neu beantragen möchten mit einem dritten Brunnen. Sodass wir insgesamt die Menge an Wasser, die wir aus dem Boden entziehen möchten, verdoppeln können. Mehrere Jahre sucht Coca-Cola in der Region um Lüneburg nach einem geeigneten Standort für den Zugriff auf das besonders reine Tiefengrundwasser. Die Suche nach einem dritten Brunnen für die Mineralwassermarke Vio führt nach Reppenstedt, 700 Meter von der Stadtgrenze zu Lüneburg entfernt. Wasser ist natürlich auch für uns in der Region bedeutend, weil wir zumal einmal für die öffentliche Trinkwasserversorgung zuständig sind. Da kümmert sich unser kommunaler Zweckverband drum. Und wir haben das große Glück, hier in der Region mit einem sehr mächtigen Tiefengrundwasserkörper gesegnet zu sein. Coca-Cola bohrt auf einem Acker am Ortsrand seiner Gemeinde den neuen Brunnen 190 Meter tief in die Erde. Vorerst aber darf der Brunnen nur zu Probezwecken betrieben werden. Das ist das Spannende auch an der Geschichte. Ja, es ist immer wieder eine Entdeckungsreise, wenn Sie einen Brunnen bohren, weil Sie wissen eigentlich nicht genau, was Sie erwartet. Und deshalb machen wir, das ist vorgeschrieben und wir machen das, umfangreiche Untersuchungen, geologische Untersuchungen, Gesteinsprobenuntersuchungen, um genau zu schauen, wie mächtig sind die Schichten. Welche Auswirkungen hat es aber auch, wenn wir jetzt anfangen, hier zu pumpen? In Lüneburg kennt man das Thema Untergrund- und Bodenbeschaffenheit gut. Die Stadt steht auf einem Salzstock mit Gips- und Tonschichten. Es gibt Senkungen und Gebäudeschäden. Auch über die Fassade des Landratsamts führt ein großer Riss. Ob es einen Zusammenhang zwischen sinkendem Grundwasser und Schäden an Gebäuden geben könnte, untersucht Ralf Hiller in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. Unter dem Boden der Stadt misst er Veränderungen im Grundwasser. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt weniger wird,
beginnen diese Böden zu schrumpfen. Und wenn euch am Boden schrumpft, dann kommt das Gebäude, was oben drüber steht, dann kommt das hinterher. Was das bedeutet, sieht man hier in diesem Vorort Hannovers. Massive Risse im Mauerwerk. Eine Seite des Hauses bricht ab. Im Keller des Gebäudes sind die Schäden besonders deutlich. Wenn es trockene Perioden gibt, in Sommern, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, wird dieses Wasser halt entzogen. Die Wurzeln gehen immer tiefer, gehen unter die Fundamente, hier auch in diesem Keller, entziehen diesen Boden Wasser und dieser Boden schrumpft. Der hat eine Volumensabnahme von, im Labor untersucht, bis zu knapp 50%. Das heißt, wenn der Boden nur 10% schrumpft, dann können Sie sich ja ausrechnen, dass diese Schrumpfschäden auch dann in den Gebäuden hier deutlich in Rissen zu erkennen sind. Genau, das ist die Ecke, die man von draußen gesehen hat. Ja, ja. Also hier kann man im Prinzip die Hand reinstecken. Ja. Wenn das Grundwasser sinkt, hat das auch Folgen für unseren Wohnraum. Ein lokales Problem in Niedersachsen. Das ist also eine Beobachtung, die wir schon in vielen Bereichen in Deutschland haben, dass man das nachweisen kann. Irgendetwas passiert mit dem Grundwasser. Die vergangenen Jahre waren auch in Norddeutschland ungewöhnlich warm und trocken. Die Spuren der Klimaerwärmung sind hier in der Lüneburger Heide überall zu sehen, wo Marianne Temmesfeld fast täglich mit ihrem Haflinger Vajano spazieren geht. So, dieser Teich ist ja sonst viel voller. So, dann haben wir einen traurig tiefen Wasserspiegel. Ja, du gehst ja nicht rein, das weiß ich wohl. Seit Jahren beobachtet sie die Entwicklung, macht Fotos von trockenen Teichen und Bächen, dokumentiert den Klimawandel. Ja, geh mal gucken, ob du da was findest. Alles trocken. Uns geht es grundsätzlich um das Erbe, das wir den Generationen, den nächsten folgenden Generationen überlassen. Und dazu ist eben Wasser die Grundlage für alles Leben. Für Leitungswasser bei sich zu Hause zahlt Marianne Temmesfeld 2,73 Euro pro Kubikmeter. Natürlich inklusive Leitungs- und Erschließungskosten. Coca-Cola soll für die gleiche Menge Wasser, das die Firma aus dem neuen Brunnen fördern will, 18 Cent an das Land Niedersachsen überweisen. Eine knapp werdende Ressource. Allgemeingut und begehrte Handelsware. Wem gehört das Wasser? Die Frage ist halt nur, wie verkaufen wir auch, oder was heißt verkaufen, wie vermitteln wir das den Bürgerinnen und Bürgern, dass das Grundwasser, das auch eigentlich dafür da ist, um ihre öffentliche Trinkwasserversorgung sicherzustellen, zum Teil abgegeben wird, um damit in die Getränkeproduktion einzusteigen. Der Streit um das Wasser erreicht die Politik. Wir brauchen Politiker mit Visionen, mit Entscheidungen. Die Bürgerinitiative will, dass der Stadtrat einen ökologischen Notfall erklärt und Coca-Cola die Genehmigung verweigert. Oberbürgermeister Ulrich Mädke hat den Vorsitz. So, dann kommen wir zum Dringlichkeitsantrag. Unser Trinkwasser gehört uns, nicht Coca-Cola. Da müssen wir die Dringlichkeit des Antrages feststellen. Ich habe 13 gezählt. Ich hoffe, das ist richtig. Wer ist dagegen? 13 dafür, 20 dagegen. Coca-Cola kann weitermachen. Das ist wirklich absurd, dass man so ein wichtiges Thema so behandeln darf, als gewählter Volksvertreter, der verantwortlich mit allem umgehen muss und für das Gemeinwohl das Beste machen muss. Nach der Abstimmung kochen die Emotionen hoch. Was mich überrascht hat, ist jetzt die Emotionalität, die dort plötzlich hochkocht. Nach dem Motto, Coca-Cola hat Politik, Verwaltung und Juristerei auch noch gekauft, um Wasser zu fördern. Das stimmt einfach nicht, sondern wir haben ein sehr reglementiertes Wasserrecht, wo sehr sorgfältig abgewogen werden muss. Können Sie ihn bitte rausbringen? Können Sie ihn bitte rausbringen? So geht das nicht. So geht das nicht. Das ist keine Sitzung. Nach den Gutachtern zu urteilen, ist unser Wasser für die nächsten 500, 600 Jahre sicher. Da haben wir kein Problem.
So, gleichzeitig muss man damit ja sorgfältig umgehen. Wir haben keinen ökologischen Wassernotstand, sodass diese Frage zu verneinen ist. Auch die Mehrheit im Stadtrat ist sich sicher, dass das Wasser ausreicht. Aber liegen Sie damit richtig? Wie viel Wasser haben wir überhaupt? Wissenschaftler suchen nach Antworten. Einer von ihnen ist der Grundwasserökologe Jürgen Hahn von der Universität Koblenz-Landau. Er sieht einen überraschenden Missstand. Wenn ich eine Ressource nutzen will, dann muss ich natürlich wissen, inwieweit und in welchem Umfang die verfügbar ist. Und das ist natürlich gerade beim Grundwasser ein Problem. Man weiß nicht genau, wie viel Wasser in ein bestimmtes Gebiet hineinfließt, wie viel Wasser unterirdisch wieder abströmt. Man weiß in der Regel auch nicht genau, wo die Neubildungsgebiete sind, wie viel da wirklich genau neu entsteht. Wenn wir schon nicht genau wissen, wie viel Wasser wir überhaupt in Deutschland haben, wissen wir dann wenigstens, wie viel Wasser wir verbrauchen? Wir wissen auf der einen Seite kaum, wie viel Wasser verfügbar ist und was viel schlimmer ist und was dringend geändert werden muss. Wir wissen auch nicht, wie viel entnommen wird. Bei der Trinkwasserversorgung wissen wir es und bei allen anderen Verbrauchern, vor allem der Landwirtschaft, aber auch der Industrie, wissen wir es kaum. Zwei wesentliche Fragen in Zeiten der Klimaerwärmung. Vor allem gibt es diese Informationen auch nicht mit dem Blick auf die Zukunft, mit dem Blick auf den Klimawandel. Wie viel Wasser wird in Zukunft gebraucht werden? Wie viel Wasser wird in Zukunft überhaupt noch verfügbar sein? Und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, solche Gebietswasserbilanzen, belastbare Gebietswasserbilanzen zu erstellen. Verlässliche Wasserbilanzen zu erstellen. Eine Mammutaufgabe, vor der auch Deutschland steht. Im bayerischen Umweltministerium ist der Hydrologe Klaus Arzett für den Schutz unseres Wassers zuständig. Seit Jahren beobachtet er eine beunruhigende Entwicklung. Wasser ist absolut ein gefährdetes Gut. Und zwar nicht nur natürlich auf Bayern bezogen, sondern auf die ganze Republik, also auf ganz Deutschland, um nicht zu sagen weltweit. Ich meine in unterschiedlichster Art und Weise natürlich, aber wenn wir uns jetzt über Bayern und Deutschland unterhalten, auch hier sind die Zeiten vorbei, wo wir Wasser im Überfluss hatten. Wie entwickeln sich die Grundwasserstände? Einsatz im Norden Bayerns. Wasserwirtschaftsämter sind regional für die Überwachung zuständig. Klaus Arzett und Simon Preis vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg wollen heute eine kritische Messstelle überprüfen. Stichpunktartige Untersuchungen sollen Trends und Entwicklungen im Untergrund sichtbar machen. Mit einem Lot wird regelmäßig der aktuelle Grundwasserstand gemessen. Die Kontrollleuchte signalisiert Kontakt zum Wasser. Die Daten werden täglich erfasst. 40,10 Meter. Jetzt müssen wir natürlich noch diesen Aufbau hier abziehen. Also fast 40 Meter. Genau, aber wieder 4 Zentimeter weniger als letzte Woche. Mhm. Und ca. 1,5 Meter weniger als letztes Jahr. Wir beobachten hier diese Messstelle seit 2012. Und seither haben wir 13 Meter weniger Grundwasserspiegel. Mhm. Wir beobachten natürlich auch an anderen Messstellen in Bayern, dass die Grundwasserabstände eben sinken und dass auch das Wiederauffüllen der Grundwasserkörper längere Zeit dauert oder sie sich nur sehr langsam oder gar nicht erholen. Was passiert, wenn Grundwasserstände so dramatisch sinken? Das zeigt diese Brunnenanlage. Über 100 Jahre hat der Brunnen hier 200 Haushalte mit Trinkwasser versorgt. Hier ist die Brunnenstube. Den Brunnen tiefer zu graben und die Anlage zu erneuern, ist teuer. Michael Behlau vom Landesamt für Umwelt begutachtet die Anlage. Wir hatten 2020 so viele Tiefstände seit Aufzeichnung der Grundwasserstände wie noch nie. Und das merkt man natürlich, das merkt man in der Schüttung von diesen Anlagen, dass weniger kommt. Es reicht nicht mehr. Der Brunnen wird stillgelegt. Hier im bayerischen Teuschnitz wächst zwar die Gemeinde, aber die städtischen Brunnen und Quellen führen immer weniger Wasser. Christian Müller, der Leiter des Bauhofs von Teuschnitz, führt Klaus Arzett und Michael Behlau zur letzten Quelle der Gemeinde. Also so trockenes Sommer,
Also kenne ich aus meiner Kindheit überhaupt nicht, wie man jetzt die letzten fünf Jahre gehabt hat. Dass man im Sommer überhaupt keinen Regen gehabt hat, das kennt man hier überhaupt nicht. Und das ist halt eine Oberflächenquelle, die lebt halt vom Regen. Und das kann man halt dann nicht mehr hergeben, das Wasser. Und deswegen wird die jetzt einfach stillgelegt. Auch die letzte Quelle wird nun stillgelegt. Teuschnitz muss das Wasser woanders herbekommen. Also wir mussten jetzt komplett umstellen auf Fernwasser. Also Teuschnitz hat kein eigenes Wasser mehr. Durch den Wandel geben die Brunnen einfach nicht mehr das her, was wir bräuchten. Also ihr merkt, dass die letzten Jahre habt ihr das ganz massiv gemerkt, oder? Ja. Aber die letzten Jahre waren brutal. Also ich habe irgendwie Angst davor, dass uns irgendwann das Wasser hier ausgeht. Bis zum letzten Tropfen. In Deutschland. Vorboten für das, was noch auf uns zukommt. Dass sich eine Gemeinde von ihrer eigenen Wasserversorgung wie hier in Teuschnitz trennen muss, weil der Klimawandel dazu führt, dass die Quellen versiegen, zeigt ja, wie dramatisch und wie weit der Klimawandel schon fortgeschritten ist und wie wir uns darauf zukünftig einstellen müssen. Spätestens jetzt ist die Politik gefordert. Wasserknappheit als Folge des Klimawandels. Lange ein Stiefkind bei den Entscheidungsträgern. Es ist so, dass aktuell Wasser überall noch zur Verfügung steht. Ich will bewusst einen Konjunktiv dahinter setzen oder will es im Konjunktiv darstellen. Es steht noch zur Verfügung. Wenn wir in 30 Jahren Wassermangel verspüren, haben wir die Chance, es zu managen, zu bewältigen, verspielt. Wenn die Entwicklung der Wasserverfügbarkeit sich aber so verschlechtert, was bedeutet das dann für laufende Genehmigungsverfahren wie etwa für Coca-Cola und den Antrag in Lüneburg? Landrat Jens Böther ist für die Erteilung der Entnahmegenehmigung zuständig. Seine Entscheidung wird Jahrzehnte gelten. Die Frage ist ja letztendlich, was fließt zurück? Was haben wir davon, wenn wir unser Wasser letztendlich dem Unternehmen zur Verfügung stellen? Und von den Erlösen, die letztendlich damit erzielt werden, hat die Region vielleicht indirekt etwas, in dem dieses Unternehmen hier einen Sitz hat, in dem auch Beschäftigte aus der Region dort mit dem Produktionsprozess beschäftigt sind. Da fließt bestimmt ein Stück weit zurück. Aber das Wasser, was dort abgefüllt wird, führt letztendlich in die Flaschen, dient letztendlich dazu, dem Unternehmen auch ein Geschäft zu ermöglichen. Da wird sicher auch noch mal die Gewerbesteuer oder Ähnliches sozusagen hier in der Region bleiben. Coca-Cola lädt zum Bürgerdialog am Bauzaun der Bohrstelle. Mitarbeiter der Firma hängen bunte Banner mit plausibel klingenden Erklärgrafiken an die Gitter. Dann steht der Hydrologe Rede und Antwort. Es hat auch ein Ingenieur bei uns in Vögelsen als Anmerkung gehabt, dass ja durch das Wasser, was abgezogen wird, unsere Häuser auch irgendwann vielleicht mal in 20 Jahren absacken könnten an der einen oder anderen Stelle. Zunächst mal, Sie müssen sich keine Gedanken machen, dass sich hier irgendwas bei den Häusern bewegt. Garantiert nicht. Wenn wir konfrontiert werden mit existenziellen Sorgen von Bürgern, die Angst haben, dass ihnen das Grundwasser genommen wird, dass sie in Zukunft kein Wasser mehr aus dem Hahn haben, sondern es kaufen müssen, dann hören wir ihnen zu. Und dann begegnen wir ihnen genau mit den Fakten, die wir dazu haben. Dieser Porenraum ist wassergefüllt und wird ständig durchströmt. So, und wenn man dann aus diesem sehr breiten, mächtigen Strom ein bisschen entnimmt über einen Förderbrunnen oder eben auch für die Wasserwerke, da wird dann eben die Entnahme sehr viel breiter, weil die sehr viel mehr fördern. Deswegen bleibt aber der eigentliche Grundwasserkörper in diesen einzelnen Stockwerken ständig wassergefüllt. Ne? Nur lokal senken sie den Druckspiegel dieses Wassers ab. Den Druck, genau. Sobald sie die Pumpe wieder ausstellen, steigt der Druck wieder an. Sie erzeugen durch die Förderung keine Hohlform. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Wer hat recht? Bei vereinfachter Darstellung einer so komplexen Thematik ist das schwer zu sagen. Deshalb will Coca-Cola die Grundlagen für ihren Antrag noch mal selbst darlegen. Was wir hier sehen, ist eine schematische Darstellung des Wasserkreislaufs. Denn wir, wie auch jeder andere, der Grundwasser entnimmt, achtet natürlich genau darauf, dass wir nicht mehr entnehmen, als wir am Ende neu nachgebildet bekommen. Die Neubildung passiert durch Niederschläge. Insgesamt über den Grundwasserleiter, über den wir hier reden,
gibt es Modelle, die davon ausgehen, dass wir über 270 Millionen Kubikmeter Wasser neu nachbilden. Genau das steht. Der Knackpunkt liegt in der Fußnote. Der kleine rote Stern weist auf die wissenschaftliche Grundlage der Coca-Cola-Grafik hin. Die mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers des Landes Niedersachsen vom 29. Mai 2015. Die Klimadaten, denen diese Berechnung zugrunde liegt, sind aus den Jahren 1961 bis 1990. Sie sollen die Frage beantworten, ob jedes Jahr genügend Wasser neu gebildet wird, damit der dritte Brunnen für Coca-Cola genehmigungsfähig ist. Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erforscht der Wissenschaftler Fred Hattermann die Auswirkungen des Klimawandels auf die Bewirtschaftungsfähigkeit unseres Wassers. Insgesamt haben uns die letzten Jahre gezeigt, dass wir nicht mehr mit den Verhältnissen rechnen könnten, wie wir sie in den Jahrzehnten davor hatten. Konkret für Genehmigungen im Wasserbereich bedeutet das, dass die an den Klimawandel angepasst werden müssen. Was hat sich verändert? Es ist natürlich so, dass wir insgesamt in diesen sehr trockenen Jahren eine sehr geringe Grundwasserneubildung hatten. Und dann in Gebieten, die sowieso schon schwer betroffen sind, wo der Grundwasserstand schon stark zurückgegangen ist und wo auch sehr viel Grundwasser gefördert wird, da wäre zum Beispiel auch die Lüneburger Heide zu nennen, potenziert sich natürlich das Problem dann, wenn wir eben auch weniger Grundwasserneubildung haben, wenn also weniger nachkommt, aber gleichzeitig die Nutzung steigt oder zum Beispiel auch mehr Nutzung angemeldet wird durch Landwirtschaft oder eben auch durch Wasserentnahme für eine Stadt wie Hamburg. Über 30 Jahre alte Klimadaten als Grundlage für eine Wassergenehmigung, die für Jahrzehnte gültig sein wird. Die aktuellen Klimatrends werden gar nicht berücksichtigt. Man nimmt einfach die Daten, die da sind. Und in den 80er Jahren hat man eben einen Haufen Wasser, dann passt das auch ganz gut. Wenn ich aber tatsächlich den Ehrgeiz habe, nachhaltig zu wirtschaften, auch als Wasserversorger, sollte man den eigentlich haben, dann ist das natürlich eher unlauter, sowas zu machen. Wie sieht man das bei Coca-Cola? Die aktuellen Trends sind ja eher so, dass die Wasserverfügbarkeit schwieriger wird, auf die Zukunft gesehen. Inwiefern werden Sie dann darauf reagieren? Die Entscheidung, die wir dort getroffen haben, haben wir ganz punktuell aufgrund der Situation in Lüneburg getroffen und unserer Marke und der Entwicklung des deutschen Mineralwassermarktes. Die Kennzahlen und auf die Trends der Wasserverfügbarkeit in Zeiten der Klimaerwärmung geht Stefan Kunert in seiner Antwort nicht weiter ein. Der Druck auf Landrat Jens Böter wächst zunehmend. Neben der Bürgerinitiative Unser Wasser Lüneburg engagieren sich nun auch Umweltverbände, darunter der BUND, NABU und Fridays for Future. Marianne Temmesfeld übergibt tausende Unterschriften gegen den dritten Brunnen von Coca-Cola. Diese Menge Wasser für eine Kleinstadt wollen Sie uns für 20 Jahre lang wegnehmen. Warum? Warum dürfen Sie das? Das ist also politisch nicht einzusehen. Die Angst der Bürger, unser Wasser könnte ausgehen. Wie aber würden die Behörden reagieren, wenn sich herausstellen sollte, dass sie den Ernst der Lage tatsächlich unterschätzen? Also wenn sich's negativ entwickeln würde, müsste man einschreiten. Ja, natürlich. Das ist so. Wenn wir feststellen, dass unser Auftrag ist der Schutz des Grundwasserkörpers. Und wenn wir Erkenntnisse haben, dass sozusagen diese langfristige zur Verfügung stellen des Grundwassers und die Stabilität nicht mehr da wäre, dann müssen wir etwas tun. Und dazu gehört, dass wir mit Wasser grundsätzlich sparsam und nachhaltig umgehen, Wasser auch doppelt nutzen in der Feldberechnung und technische Möglichkeiten finden. Aber letztendlich in der Konsequenz auch, dass zum Beispiel jemand, der das Wasser gewerblich nutzt, auch damit rechnen muss, dass wir ihm die Nutzung einschränken. Wasserknappheit. Ein voranschreitendes Problem. Weltweit. In Saskatoon haben sie unterschätzt, wie schnell das Wasser verschwindet. Die einst wasserreiche Region im Herzen Kanadas, bekannt für ihre Landwirtschaft, ist ausgetrocknet. Hier, am Global Institute for Water Security an der staatlichen Universität von Saskatchewan, arbeitet der Wissenschaftler Jay Famiglietti seit Jahren an einer innovativen Forschungsmission. Wir haben uns die Regionen angeschaut, in denen es zu viel oder zu wenig Wasser gibt. Und einer der Hotspots ist Deutschland. Im Auftrag der amerikanischen Weltraumagentur NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, wertet Jay Famiglietti Satellitendaten aus.
Wir können hier sehen, wie die GRACE-Satelliten funktionieren. Hier fliegen sie über Grönland, wo das Eis wegschmilzt. Diese Region hat Gewicht an Wasser verloren und hat darum weniger Schwerkraft, um die Satelliten anzuziehen. Darum fliegen sie etwas höher in ihrer Umlaufbahn. Entsprechend ist es, wenn sie über ein Gebiet fliegen, wo das Wasser mehr wird. Dort gibt es mehr Schwerkraft und die Satelliten fliegen tiefer. Durch das Auf und Ab ihrer Flugbahnen verfolgen wir auf der Landkarte, wo das Wasser zurückgeht und wo es mehr wird. Überall auf der Welt, seit 20 Jahren. Und wenn man es sich genau anschaut, sieht man, dass es in der Region um Lüneburg ein besonders hohes Maß an Wasserrückgang gibt. Ebenso im Südwesten in Baden-Württemberg und im Südosten in Bayern. Die Auswertung der Daten zeigt uns den negativen Trend. Der Wasserrückgang in Deutschland beträgt etwa 2,5 Gigatonnen oder Kubikkilometer im Jahr. Damit gehört es zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Klar erkennbar, der Verlust von Wasser in den rot eingefärbten Bereichen. Der Trend ist eindeutig. Ganz Deutschland ist betroffen. Im Klartext, Deutschland hat in 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren. Das ist unvorstellbar viel Wasser. Das müssen wir dort unbedingt bekannt machen. Man muss dort wirklich verstehen, was passiert. Wird aus dieser Region mehr Wasser abgeleitet? Verdunstet mehr Wasser infolge der höheren Temperaturen? Gibt es eine Übernutzung des Grundwassers? Die Erkenntnisse der NASA-Mission sind in Deutschland noch nicht bekannt. Umweltminister Thorsten Glauber und Professor Martin Grambo von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser sehen die Ergebnisse der Satellitenstudie zum ersten Mal. Es sind Sachen, die bei uns noch nicht veröffentlicht sind und die aber eigentlich allesamt dieses Bild leider stützen, dass wir letztendlich ein systemisches Defizit haben. Und das Unangenehme dabei ist, das geht lange, lange Zeit gut. Und wenn es dann aber so quasi merkbar wird, dann ist es bei weitem zu spät. Der Genehmigungsantrag für den dritten Brunnen von Coca-Cola steht noch aus. Während der Dreharbeiten dann die überraschende Nachricht: Coca-Cola teilt mit, man wolle das Projekt Dritter Brunnen vorerst ruhen lassen. Die Nachfrage für Mineralwasser sei aktuell nicht so groß wie erhofft. Der Brunnen am Rande von Lüneburg wurde mit einer Ummantelung geschützt, aber nicht zurückgebaut. Marianne Temmesfeld traut der Erklärung von Coca-Cola nicht. Ob der dritte Brunnen damit vom Tisch ist, lässt Coca-Cola zumindest in der Presseerklärung offen. Wann wird denn der Brunnen abgerissen? Die Entscheidung, dieses Projekt, einen dritten Brunnen zu erschließen, ist eine Grundsatzentscheidung, die wir uns sehr gut überlegt haben. Natürlich kann es bei einer Trendumkehr im Mineralwassermarkt in den nächsten Jahren sein, dass es für uns noch mal eine Option ist, darüber nachzudenken. Aktuell ist dieses aber sicherlich eher unwahrscheinlich. Ob das Unternehmen aktuell andere Wasserrechte beantragt hat, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob und wie dann das drängende Problem der Wasserknappheit berücksichtigt werden soll. Es ist wichtig, dass das Thema Wasser in allen Köpfen, das ist im Prinzip erster Handlungsauftrag. Jede Staatsregierung in den 16 Ländern muss das Thema Wasser als das herausfordernde Thema mit auf der Agenda haben. Wenn ich mir die ersten 5 Themen ansehe, muss das unter den ersten 5 Themen stehen, Wasser. Auch die Bundespolitik sollte sich mehr für unser Wasser interessieren. Denn wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in Zukunft nicht mehr genug Wasser zum Leben haben.